Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Hashtag Flag MT. Und Mann, bin ich froh, hey, dass es endlich vorbei ist. Wir klären heute zum Anfang schon mal die erste Frage, und zwar, wann ich Prüfung habe. Das frage ich mich einfach mal selber. Und das kann ich euch jetzt beantworten mit, die Prüfung ist endlich vorbei. Also zumindest der Theorieteil, was der heftigste Teil auch von der Prüfung ist. Also jetzt gibt es dann noch betrieblichen Auftrag, also muss auch noch ein kleines Referatchen halten. Aber ja, so das Größte ist schon rum. Das waren jetzt 3 Prüfungen. Für 2 hatte man jeweils 1,5 Stunden und für die andere Sozialkunde hatte man 1 Stunde. Und das war wirklich teilweise Horror. Aber jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Hashtag FragMT. Eric Squadcore schreibt, hey meine Tube, hab eine Frage, bin neu hier. Mit welchem Programm nimmst bzw. bearbeitest du deine Videos? Und wie machst du die Thumbnails? Ach ja, wie immer, geiles Video, ich mach Dankeschön. Und ich sag dazu, ich nehme mit Shadowplay, also mit dem Programm von GeForce Experience. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Shadowplay nach dem Update jetzt heißt. Da gab es so ein kleines Update, aber GeForce Experience. Davon habe ich ja die Grafikkarte. Ja genau, und da gibt es dann so ein Programm dazu. Von der CD, glaube ich, habe ich das. Und da kann man halt mit dem Programm aufnehmen, was super genial ist. Da kann man halt Bildschirm aufnehmen, man kann auch über das Programm streamen. Auf YouTube oder auf Twitch oder sonst wo, was einfach richtig genial ist. Oder zum Beispiel jetzt, wenn ich gerade irgendwie ein Spiel spiele und irgendwas Cooles erlebt habe, dann kann ich machen, dass es die letzten 10 Minuten, die letzten 5 Minuten, die letzten 20 Minuten quasi speichert, die ich quasi erlebt habe auf meinem PC. Also alles, was in den letzten 20 Minuten, sagen wir mal, passiert ist, das wird in dem Video oder mit dem Video, das wird quasi als Video gespeichert, sozusagen, mit dem Programm, wenn man das so einstellt. Das ist ziemlich cool. Und ich bearbeite meine Videos mit Sony Vegas Pro 9 und die Thumbnails mache ich mit Adobe Photoshop CC 2015. Mathis Weimar fragt, was war deine Abi-Note? Ein Abi habe ich nicht, aber ich habe den Quali gemacht, also einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Und da habe ich einen Schnitt von 2,6 erreicht, also so ein Durchschnitt quasi. Hermonitis fragt, was ist Spam für dich? Wenn eine Person mehrmals, also 2, 3 oder öfter mal dasselbe schreibt, das ist zum Beispiel Spam. P. Pacman schreibt, 42 ist die Antwort, aber was war die Frage? 42 ist die Antwort auf das Universum, die Antwort aufs Leben. 42 ist die Antwort für alles. Foxy the Pirate fragt, Sprite, Cola oder Fanta? Ich muss sagen, wenn wir eine engere Wahl gehen müssten, dann würde ich sagen, zwischen Cola und Fanta muss ich mich entscheiden. Da kann ich mich aber nicht wirklich hundertprozentig entscheiden. Cola, Fanta, ich trinke beides eigentlich gleich gern. Ich trinke nicht oft diese Getränke. Ich trinke hauptsächlich Wasser. In der Woche oder am Tag trinke ich immer 2 Liter Wasser zurzeit. Also schon sehr lange jetzt. Also schon die letzten 2 Jahre trinke ich fast täglich 2 Liter Wasser oder mehr. Je nachdem, wie es halt geht. Ich habe sogar schon mal, mein Rekord war es übrigens, 6,5 Liter an einem Tag. 6,5 Liter Wasser an einem Tag. Okay, nicht ganz Wasser, da habe ich dann noch AC-Saft und so getrunken dazu, aber ansonsten 6,5 Liter an einem Tag. Müsst ihr erstmal nachmachen. Und ja, ich würde sagen, Cola oder Fanta kann mich nicht entscheiden. Pikachu-chan fragt, wohnst du alleine oder in einer WG? Ich wohne zu Hause bei meinen Eltern. Hast du neue Projekte für die Zukunft geplant? Ja, also ich habe es ja schon im Video bekannt gegeben in meinem 4 Jahre MiningTube Video, im Jubiläumsvideo quasi, dass ich vorhabe, dass ich auf jeden Fall mal eine Map, also eine Custom Map bauen möchte, eine Adventure Map oder irgend sowas. Da möchte ich eventuell auch noch, dass ihr mir vielleicht eure Maps zuschickt, falls ihr denn welche habt. Und ja, mehr, was ich geplant habe, habe ich. Ja, und mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht verraten. Ich möchte mir jetzt auch nicht wirklich viel vornehmen, weil es dann eh immer wieder kurzfristig dann wieder geändert wird. Was hältst du von YouTube Deutschland bzw. YouTube allgemein? YouTube ist eine Plattform, bei der jeder Videos hochladen kann und ich finde es eigentlich echt genial, sowas. Kann jeder, wenn er mal Bock hat, ein Video hochladen und ja, wenn man auch Bock hat, kann man mal regelmäßige Videos hochladen. Und momentan gibt es auch ein Riesenproblem auf YouTube und zwar, dass YouTuber nicht mehr genug Klicks bekommen, also auf ihren Videos, weil die Abonnenten die Videos nicht mehr bekommen oder nicht mehr so sehen. Das merke ich total jetzt gerade. Also man könnte meinen, mein Kanal geht gerade unter, also wirklich. Also so wenige Klicks, muss ich sagen, habe ich wirklich schon lange nicht mehr bekommen. Aber ja, YouTube Deutschland, es ist nicht komplett kacke, also es gibt schon gute YouTuber, YouTube Deutschland, muss ich sagen. Aber der größte Teil, muss ich sagen, ist schon ziemlicher Abschaum. Und YouTuber allgemein, ja, es gibt schon gute YouTuber auf YouTube. Also gute Leute, die gute Videos machen, viele.
Und deswegen finde ich YouTube einfach eine super Plattform für jeden, der gerne Videos macht. Der gute Kevin Hasso fragt mit dem Hashtag FragMT, hast du schon mal daran gedacht, bei Varo mitzumachen, wenn du größer bist? Ja, ich weiß nicht, was du mit, wenn du größer bist, meinst, aber ich habe jetzt 55.000 Abonnenten, 57.000 Abonnenten. Ja, keine Ahnung. Da machen Leute mit, die 7.000 Abos haben, 5.000 Abos. Ich glaube, von der Größe her wird es passen, aber ich weiß nicht. Connections habe ich da jetzt noch nicht so wirklich zu diesen ganzen Leuten, die da mitmachen. Ich weiß nicht, ob das jemals mal was wird, aber es wäre wirklich interessant, mal bei Varo mitzumachen. So die ganzen großen YouTuber aus dem Rennen hauen, so erstmal Stegi und alles. Obwohl, wenn sich Stegi nicht selbst ausschaltet. Aber nee, es wäre echt mal interessant, bei Varo mitzumachen. Wenn mich mal wer einladen würde von denen, wäre ich auf jeden Fall gleich dabei. Bräuchte halt nur noch einen Partner, ne? Ja, ich würde sagen, das war's dann wieder mit dieser Folge. Hashtag FragMT. Wenn ihr mal wieder ernste Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten, macht's gut und haut rein. Ciao. Frage Nummer 3. RX Quadcore fragt, hey, RX Quadcore schreibt, hey, meine Cube, hab mal eine Frage, bin neu hier. Mit welchem Programm nimmst bzw. bearbeitest RX Quadcore, hey, meine Cube?